Verbote sollten immer nur das letzte Mittel sein. Reiseverbote sind in der jetzigen Lage komplett übertrieben. Urlaub machen, das ist schön, aber nicht auf Kosten Millionen Deutscher, denen sonst ein neuer Lockdown droht. Wieso sollte unsere Gesellschaft mitten in der Pandemie unnötige Risiken eingehen? Urlaub und Erholung sind auch dort möglich, wo die Corona-Fälle deutlich geringer sind. Die Reiselust ist zwar nachvollziehbar, aber wir können uns einen zweiten Lockdown wirtschaftlich nicht leisten. Wir müssen weiter als Gesellschaft Rücksicht nehmen. Das Reiserecht kann nicht über den Rechten derjenigen stehen, die einen Lockdown treffen würde und deren Gesundheit gefährdet wird. Natürlich ist Rücksicht nehmen wichtig und genau deshalb gibt es doch schon vernünftige Regeln für Reiserückkehrer. Sie müssen sich testen lassen und im Zweifel eben in Quarantäne gehen. Wo ist das Problem dabei? Das Geschrei nach Verboten ist nichts als billige Stimmungsmache. Und eins kommt noch dazu. Reiseverbote würden ja nicht nur Urlauber treffen, sie verhindern zum Beispiel auch, dass hunderttausende türkischstämmige Bürger ihre Familien besuchen können. Testungen helfen, ja, sie sind aber nur eine Momentaufnahme. Wir müssen verhindern, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Betriebs- und Schulschließungen, das brauchen wir nicht noch einmal. Den erreichten Erfolg sollte Deutschland nicht verspielen, auf Kosten von reisewütigen Egoisten. Unser Problem ist doch ein ganz anderes. Die meisten Corona-Infizierten stecken sich gar nicht im Urlaub oder in Risikogebieten an, sondern hier, bei uns. Also müssen wir erstmal alle Bürger im Inland überzeugen, dass sie Abstand halten und Maske tragen. Wer unbedingt in ein Risikogebiet reisen will, sich dort aber vorsichtig verhält, kein Problem.